Jeden Schritt gibt's einen Schnuff. Hans-Jörg Müller ist 97 Jahre alt. Einmal pro Woche wandert er auf die Rigi. Mindestens einmal. Wenn das Wetter in der Vorwoche schlecht war, auch zweimal. Herr Müller, Sie könnten ja jetzt auch auf einem Bänkchen daheim sitzen und ein bisschen in der Wärme sein. Wieso tun Sie sich das an? Ist mir Freude gemacht. Das ist jedes Mal ein Erlebnis. Obwohl es immer das Gleiche ist. Ich weiß nicht. Aber es ist ein schauriger Kampf. Ja, aber wie soll ich sagen, Kampf gehört zum Leben. Das Leben ohne Kampf ist nur ein halbes Leben. Und es ist ja nicht ein Kampf um Sein oder Nichtsein. Ich mache es ja freiwillig. Wie muss man gelebt haben, um mit 97 noch auf Berge steigen zu können? Und gibt es ein Rezept für Glück und Zufriedenheit im Alter? Davon handelt dieser Film. Hans-Jörg Müllers Aufstieg beginnt kurz nach 7 bei der Bahnstation Grubisbalm ob Vitznau. So. Jetzt hier wäre eigentlich meine. Dings. Was, Sie müssen mich schauen. Nehmen Sie da einen Stock. Schauen Sie da. Ich habe nämlich. Für das habe ich doch ein Lämpchen dabei. Ah ja, das ist gut. Ist das gut so? Ja, jetzt ist gut. Was machen Sie jetzt hier, Herr Müller? Eben. Jetzt nehme ich den Zucker. Aber noch ordentlich viel. Zwei Stück. Alle Busle. Ja, dann brauchen wir ja bald kein Licht mehr. Hans-Jörg Müllers Wandertage sind lang. Er steht um 3 Uhr in der Nacht auf und fährt mit dem ersten Bus und der Bahn aus dem luzernischen Emmenbrücke nach Vitznau. Herr Müller geht früh los, damit er am Abend zeitig wieder zu Hause ist. Denn vor ihm liegen 8 Stunden Aufstieg von Grubisbalm nach Rigikulm. Eine Strecke, die durchschnittliche Wanderer in gut 3 Stunden bewältigen. Also Busse, du bist denn schon ein Spezialsieger, du. Wir sind nicht schuld, wenn du dich verlaufst. Dann ist der Pilatus, Stammverhorn, Wurzelhorn. Sind Sie da überall schon oben gewesen? Ja, also nicht ganz überall, aber fast überall bin ich schon oben gewesen. Was fasziniert Sie dermaßen an der Rigi, dass Sie immer auf die Rigi gehen? Das ist ganz einfach. Der Weg da oben, haben Sie es erklärt, der hat 5, also einen Nachteil und 6 Vorteile. Nicht? Die wären? Also der Nachteil ist, der unterste Teil ist sehr, die unterste Etappe ist sehr steil. Und dann kommt der erste Vorteil, sonnenanscheinig. Der zweite Vorteil, föhnexponiert. Drittens, gute Wege. Viertens, überall Ruhebänkli. Fünftens, alle 175 Höhenmeter hat es eine Station zum Einsteigen. Das ist, es gibt keine andere Bergtour, wo man das kann. Und das sechste ist gute Luft. Das heißt, also wenn du nicht die Luft würdest mögen, dann würde es am Engelmord stinken. Und die drehen rauf. Ein bisschen winken.
Hat noch nicht viele Leute bei sich, oder? Hans-Jörg Müller ist bekannt auf der Rigi. Und ihr selber kennt jeden Stein und jeden Hof auf seiner Tour und trifft, auch ohne Voranmeldung, überall auf offene Türen. Guten Morgen. Das ist jemand, den ich noch nie gesehen habe. Nicht gerade Besuch. Drum. Eben. Danke schön. Ist ein bisschen stark, ne? Das ist schon gut. Nein, wir hören noch ein bisschen mehr Milch. Jetzt hier noch Milch. Ja. Milch drin, gerne noch. So? Oder noch ein bisschen. So, merci. Kommen Sie regelmässig hierher, Herr Müller? Jedes Mal, wenn ich raufgehe. Und dann gibt es immer einen Kaffee? Ja, das ist nicht obligatorisch, aber... Sie nehmen es in Anspruch? Ja, also wenn es einen gibt, dann nehme ich ihn. Braucht dann schon noch ein bisschen Antrieb da auf. Was machen Sie jetzt da? Ich werde die Sachen auspacken, die es braucht. Zum Blutzuckermessen. Haben Sie denn Diabetes? Eben nicht. Aber der Blutzucker interessiert mich eben. Weil ich, je nachdem, wie viel ich habe, kann ich dann schauen, wie viel ich brauche. Also wie viel Traubenzucker dass Sie denn brauchen? Ja, genau, man ist nämlich nur der Traubenzucker mit dem Apparat. Aber Sie könnten ja einfach prophylaktisch Traubenzucker nehmen, oder? Ja, selbstverständlich. Aber ich möchte wissen, wie viel das jetzt von unten verbraucht habe und wie viel das jetzt noch drin sind im Blut. Darum messe ich es jetzt. Messen. ...6,4 ist jetzt. Da kann ich auf die Tabelle schauen. Die Tabelle gibt es nie nicht. Das habe ich selber gemacht. Sie wandern wissenschaftlich, Herr Müller. Kann man so sagen, ja. Ja, es ist... anders wäre es ein kleines Problem. Wenn ich jetzt hier raufgehe... ...dann... verbrenne ich ja Zucker. Und ich leiste ungefähr 20 Watt. Das rechnet man so. Gewicht in Kilo mal Höhe in Meter geteilt durch Zeit in Sekunden. Und das Ganze mal 10, das gibt die Leistung in Watt. Wie viel ist das bei Ihnen? Das sind eben 20 Watt bei mir. Hans-Jörg Müller ist Chemiker. In der Textilindustrie bildete er ein Leben lang Lehrlinge aus. Auch im hohen Alter ist er noch ganz Naturwissenschaftler. Statt auf moderne Energieriegel vertraut er einzig auf Traubenzucker als Energielieferant. Und auch nur dann, wenn sein Blutzuckerspiegel es ihm gebietet. Die meisten Leute laufen ja an mir vorbei. Aber es kommt etwa vor, dass ich einem etwas sagen kann, was ihn interessiert. Und dann bleibt er bei mir hängen. Und dann erzähle ich ihm eine Stunde lang Sachen, bis er wieder... So, jetzt laufe ich wieder weiter. Es ist eben so, ich bin ein Leben lang zu Berg gegangen und ich bin mich das gewöhnt. Und ich weiß, dass wenn man im Alter sich nicht anstrengt und nicht bis er fast an die Grenze geht, dann geht wird alles sehr schnell bergab. Nicht nur die Muskeln, sondern auch das Hirn ist quasi darauf angewiesen, dass man immer aktiv ist.
Sie haben ja so ein Buckeli. Sehen Sie heute noch etwas von der Landschaft? Oder Sie sind immer, müssen Sie so ein bisschen vorne hinschauen? Ja, ich kehre mich um oder sitze auf einem Bänkchen und dann sehe ich etwas. Aber im Auflaufen sehe ich nur den Weg. Das ist das sehr einschränkend? Nein, gar nicht. Da habe ich Zeit, um über die Sachen nachzudenken. Wie viel Zucker brauchen Sie für so einen Aufstieg? Ja, etwa 300 Gramm Grösse noch nicht. 300 bis 400 Gramm. Haben Sie schon mal ausgerechnet, wie manchmal Sie auf die Rigi gelaufen sind? Nein. Ja, das hat keinen Sinn. So schätzungsweise? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr mal, wie lange das ist schon machen. Genau. Ja. Körperliche Anstrengung ist die eine seiner Wunderwaffen gegen den Zerfall. Das Vertrauen in die Segnungen der Chemie und in die Apotheke der Natur die andere. Das ist Grünalge. Das ist Epiquercicam, Calcimagon, Master Amino Acid Pattern. Das wäre jetzt Glucosamin, Chondroitin, Litacod. Das hier ist Fischöl. Das ist Ginkgo. Und hier haben wir nochmal eine Aminosäure. Und das hier ist Prostasan. Sie wissen, was eine Prostata ist? Ja. Ist das Geheimnis von Ihrem Zustand, dass Sie so ja, gut sind? Ja, wissen Sie, so. Von keinem Einzigen weiß ich ganz genau, wie stark das wirkt. Aber dass ich gut zu Weg bin, das ist sicher so. Hans-Jörg Müller sagt von sich, er sei ein Einzelgänger. Umso mehr erstaunt mich da seine Wohnsituation. Im oberen Stock seines Einfamilienhauses lebt eine junge Familie. Als seine Frau vor 8 Jahren krank wurde, zogen sein Enkel und dessen Frau zu ihm. Seither sind noch 3 Urenkel Teil der ungewöhnlichen Wohngemeinschaft geworden. Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Sehst du Gott danken fürs Essen auf dem Tisch? Amen. So. Ich finde, es ist einfach auch nicht recht, dass man die alten Leute in die Altersheim abschiebt, wenn sie noch einigermaßen daheim wohnen können. Und gleichzeitig verstehe ich auch, dass man alleine in einem Haus, wie der Hans-Jürg, wie der Herr Müller auch immer wieder sagt, dass das einfach ein bisschen viel Platz für verloren ist, halt auch, wo eine Familie auch profitieren kann. Sehen Sie das auch ein bisschen als Opfer von sich? Nein, als Opfer kann man nicht unbedingt sagen, dass er sich aufopfert für uns, weil er geht viel einkaufen für uns. Er ist hier mit uns am Tisch und hat den Krach. Also ich sehe es eher umgekehrt, dass er ein Opfer bringt, auch mit dem Haus, mit dem Wohnen. Ja. Das sind jetzt Käfer zum Beispiel. Tolle Sachen. Käfer sind das? Ja, Käfer. Käfer zum Beispiel, ja. Aber etwas, was ich Spezialist war. Sehen Sie, da sieht man jetzt auch noch etwas. Familienfotos haben Sie nicht so viel? Auch, ja, aber eben, also meine Spezialität, sehen Sie, da ist zum Beispiel auch ein Familienfoto. Meine Spezialität war also, ich habe probiert, die Alpenblumen aufzunehmen mit dem Hintergrund. Normalerweise sieht man ja immer nur Aufnahmen mit den Alpenblumen alleine. Und was ich dann noch gemacht habe, ist beschriftet. Ich habe es beschriftet. Haben Sie das? Müssen mal die Lupe holen, damit ich es lesen kann. Nur einen Moment. Eines Tages habe ich gedacht, so jetzt. Jetzt ist es Zeit, jetzt suchen wir eine Frau. Ich habe mich gemeldet für eine christliche Ehevermittlung. Und habe natürlich
gerade sofort Briefe bekommen. Und beim ersten Brief habe ich gerade quasi eingeschnappt. Und die erste Frau, die mir geschrieben hat, habe ich geraten. Und sind Sie auch verliebt gewesen? Ja, es ist so, ich muss also sagen, wissen Sie, man liest und hört und so sehr viel über Verliebtsein. Und das ist so etwas Individuelles. Ne? Und also ich muss sagen, ich bin natürlich mehr, wie soll ich sagen, der intellektuelle Typ gewesen als der Charmeur. Ne? Aber meine Frau war zufrieden gewesen mit. Das ist sie da im Alter. Kennen Sie das Panorama? Nein. Ah, dann sollen Sie es erklären. Ja. Es braucht doch ein bisschen Zeit. Okay. Also, das hier ist der Pilatus. Ja. Prinz Rothorn. Und dem Stanserhorn, sagen wir mal, im ersten Drittel vom Stanserhorn sehen Sie einen Dreiergipfel, ganz weit hinten. Sehen Sie das? Ja. Dann sehen Sie einen Berg, der links ziemlich steil raufgeht, ja, weil er so einen Sattel hat. Dann da vorne ist Bursahorn, sehen Sie, Mittelhorn, Rosenhorn, wie heißt es? Also, Sie sind ein rundum zufriedener Mensch. Hadern Sie nie mit etwas? Ich will nicht wissen, mit was. Es ist das, was ich wollte machen, das habe ich gemacht. Und ich habe auch Sachen gemacht, die falsch waren. Aber die kann ich nicht ändern. Was soll ich da dem nachstudieren, was ich falsch gemacht habe? Das bringt nichts. Wenn Sie mal nicht mehr auf die Regie könnten laufen, das wär schon schlimm für Sie, oder? Nein, ich glaube nicht. Man muss nicht das wählen, was nicht mehr geht oder was nicht geht, sondern man muss das wählen, was geht. Und wenn etwas halt nicht mehr geht, dann geht es nicht mehr. Sie haben es geschafft, Herr Müller. Ja. Sie haben es geschafft. Ja, also, wenn wir nicht noch ganz rauf. Mama. Eben, doch. 900 Höhenmeter und 8 Stunden Aufstieg liegen hinter Hans-Jörg Müller. Für mich gab es dabei Meter für Meter tiefere Einblicke in die Ansichten und Erfahrungen eines zufriedenen alten Menschen. Auf dem Gipfel berührt mich das hektische Treiben dann umso unangenehmer. In Herrn Müller finde ich in meinem leisen Ärger aber keinen Verbündeten. Wie findet Sie das? Ja. Wie finden Sie den Trubel? Ja, das stört mich nicht. Andere Leute haben das auch gesehen. Merci. Dankeschön. Schönen Tag. Ja, und Sie nehmen nichts. Nach all dem Traubenzucker während des Aufstiegs steht, kurz vor der Heimreise, noch eine kleine Belohnung auf Herrn Müllers immer gleichem Programm. Die Kirschtorte gehört auch dazu. Die gibt es jedes Mal. Ja, ja, also wenn es hat. Aber kommt viel vor, dass der vorne keine mehr hat, aber die Frau bringt mir dann eine. Die wissen, dass sie das gerne haben. Natürlich. Ja. Andere nennen den Gipfel wie, wenn sie da oben sind. Das ist die einzige Ausnahme. Die Kirschtorte. Trinken Sie keinen Alkohol? Wieso nicht? Weil ich Chemiker bin. Und nach meiner Ansicht gehört einer Alkohol nicht in den Körper. Aber das ist die Sache.
Bald fährt die letzte Bahn von Rigikul nach Fitznau. Zeit für mich, Mut zu fassen für meine letzte Frage. Sie sind jetzt 97. Ja. Denken Sie auch manchmal an den Tod, an Sterben? Eigentlich wenig. Weil ich lebe einfach mein Leben. Und irgendwann kommt der Tod. Und ich habe eigentlich keine grossen Probleme damit. Haben Sie auch keine Angst? Nein. Vor dem Tod habe ich keine Angst. Tatsächlich nicht. Geboren werden war für mich kein Problem. Und sterben wird auch kein sein. Wir kommen und wir gehen. Nein, ich mache mir nicht viel Sorgen, das stimmt. Für was auch? Was nützt sie mir Sorgen, nicht? Was Neues kommt, eins ums andere.